Weiter. Regelmäßig besucht Wasilka Dimitrovska die Ausgrabungsstätten im ganzen Land. Sie ist Archäologin und Bloggerin und berichtet regelmäßig über neue Funde und Entdeckungen. Sie will mit ihrer Arbeit auf Mazedoniens außerordentlichen archäologischen Reichtum international aufmerksam machen. Das auf der Seite werden wir entfernen, damit wir sehen, ob es darunter eine weitere Grabstätte gibt. Das kommt nicht selten vor. Eigentlich passiert es recht häufig, dass eine Grabstätte in die andere übergeht. Und so kann man es viel leichter untersuchen. Ach ja, eine mehrschichtige Nekropole sozusagen. Ja, genau. Archäologe in Mazedonien zu sein, ist ein Traum. Wir haben das Privileg, an einer enormen Vielzahl von archäologischen Städten arbeiten zu können. Auf einer Karte von 1996 sind auf dem Gebiet der Republik Mazedonien mehr als 5.500 Ausgrabungsorte registriert. Und diese Zahl steigt stetig weiter. Wir verlassen Stobi. Das letzte Ziel.